schön, dich kennenzulernen. Hallo. Herzlich moin. Hi. Hallo. Grüß, hi. 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 Torge, hallo. Ne? Hi. Ich muss ja wieder meinen Charakter rein. Ich wollte gerade sagen, ja. Muss ich einfach wieder aufwärmen. Die Kameras kurz auf. Die Perücke setzt sich erst zum Schluss auf, weil die juckt immer ganz schrecklich. Steht schon ein bisschen unter Druck heute, ne? Ja, heute ist wirklich, ey. Also durchs geht erstmal hin, ihr quatscht erstmal und ich komme irgendwann dazu. Ja. Moin, das bin ich! Grüß dich, du alter Sack, du! Das ist immer volle Kanne, du. Volle Kanne. Ja, würde sagen, Dream come true für uns Neu-Comedians, ne? Nein, wir fanden die Video oder die Inspiration sowieso immer geil von ihm. Und dass er heute hier ist, hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, wir freuen uns sehr aufs Video und das, was da rauskommt, ja. Ich dachte immer, was so, das ist jetzt reine Kopfsache. Der Fuß macht, was er will, das ist jetzt reine Kopfsache, ist das. Die letzten Meter auf der Saison. Oh, leck mich. Ja, Weltklasse, ne? Also ich glaube, ich habe selten so viel lachen müssen in 5-6 Minuten am Stück. Deswegen, also schon richtig, richtig cool, mal zu sehen, auch wie gut er in die Rollen reinkommt, wie lustig das dann ist, wenn man auch sogar mit in dem Sketch mit dabei ist. Ist ja für mich auch ein bisschen Kindheit dabei. Deswegen, also sehr, sehr cool. Is that ready? Ja. Oh Scheiße, du kommst, machst mich fertig, ey. Ich muss nicht. Ich hab richtig wieder Mutter gehört. So, ab geht's. Ja. Los geht's. Moin, ist für dich. Moin. Sag mal, ich hab dich vermisst, altes Haus. Guck mal, hier, du. Luis und ich haben ja immer schon so diesen Plattakzent gehabt, wo wir miteinander auf dem Trainingsplatz auch mal gesprochen haben und das haben ja ein paar Leute auch mitbekommen und dann habe ich die Video von Torgel halt gesehen, gerade die Kreisliga-Videos da an der Seitenlinie mit den Fans, mit Kalle und ja, dann habe ich das mal weitergeschickt und so ist die Idee davon entstanden. Ja. Drei Tage? Oh, Speaker Oak, Junge. Speaker Oak. Speaker Oak. Direkt daneben, Langer Oak. Speaker Oak, Langer Oak. Ab auf den Bogen. Mich haben tatsächlich viele auf die Videos angesprochen und gesagt, ey, guck dir das mal an, hast du das gesehen, dass sie das nachgemacht haben? Ich so, ja, das ist sehr, sehr cool. Ich bin ja Schleswig-Holsteiner und ja, haben ja nicht so viele gute Vereine in Schleswig-Holstein, muss man ja leider sein. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass ich das gesehen habe. Und als es dann auch noch so gekonnt gemacht wurde, habe ich doch wirklich sehr gelacht, ja. Meine Güte, da. Und da alle mal nach vorne, oder was? Dann alle mal nach vorne und dann geht ihr mal Attacke. Pur Langholz. Und dann geht das Pur Langholz, macht ihr mal und dann macht ihr mal eure Geheimsport. Dann rufst du nochmal drei, ruf nochmal drei. Drei! Und drei. Dann geht das los. So. Okay. Ich kann nicht mehr. Oh, okay. So. Also ihr müsst aufpassen, dass ihr euch jetzt nicht noch erkältet auf den letzten Metern. Man hat einfach puren Comedy, ist einfach auch so, wie soll ich sagen, das spricht einfach uns an, spricht meinen Humor an und es hat schon einen oder anderen Moment gegeben, da war es schwierig, heute zu drehen. Die konnten sehr gut mithalten. Ich musste mir wirklich das Lachen ein bisschen verkneifen, weil ich auch bei denen immer gesehen habe, dass es so ein bisschen gezuckt hat. Und das ist auch für mich immer total schwer. Aber es hat sehr gut gemacht. Wir haben, glaube ich, zwei Durchgänge gemacht. Und der erste war eigentlich schon, dass man gleich gesagt hat, okay, das war so gut. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Finn, jetzt kommt der Kopf. Jetzt musst du aufpassen. Ne? Am besten müsst ihr den Kopf einschalten und einfach nur noch merken. Einfach nur noch merken. Einfach die 90 Minuten nutzen und dann einfach zack, rein damit. Außer die Stimme, alles verändert sich. Ja, ja. Voll drin. Können kaputt lachen. Ganz mit der Perücke kommt das witzigerweise. Das ist ja? Das, also, ja, wenn du das Kostüm und die Perücke so, dann geht das meistens ganz gut. Ja, ich habe es ihm auch erzählt. Also bei uns in der Schulklasse damals, in der ganzen Jugend, da ging es ganz viel um Sandra und den Führerschein. Und ja, deswegen war ich auch ein bisschen aufgeregt heute, muss ich sagen. Aber ja, richtig cooler Typ und wie gesagt, meine Jugend schon sehr damit verbunden, ja. Ja, den einen oder anderen Tipp, den findet man schon raus. Also man merkt schon, dass er halt einfach so schnell schalten kann und der ist einfach komplett in der Rolle. Aber Gott sei Dank spiele ich Fußball auch beruflich und mache das hier nur als ein bisschen als Spaß. Ich fand es sehr geil, dass das Team super entspannt war, sehr, sehr locker und eine tolle Stimmung und freue mich wirklich sehr, wenn ich hier nochmal wieder herkommen darf und vielleicht nochmal irgendwelchen Blödsinn machen können.
Also, ja, vielen Dank. Ja, ne? Hat mich sehr, sehr gefreut. Tschüss.